das Item geklickt. War so eine. Ah, so ging das. Genau. Lang nicht mehr gemacht. So. Dann wollen wir Mr. Smith hier neu einkleiden. Na, aufgrund des Levelmangels werde ich da dann erstmal auf Verzauberungen verzichten. Wer hätte das gedacht? Ja, und ich muss sagen, also ich habe jetzt ein bisschen überlegt und ich habe ja auch andere Let's Plays da die Comments gelesen. Also auf Eisenwerkzeug irgendwie eine Verzauberung drauf knacken oder so. Da sehe ich jetzt wirklich auch keinen Sinn hinter, Leute. Also das ist schon richtig so, dass der, dessen Namen wir nicht nennen, dass der nicht mit Verzauberungen und so rumhantiert. Zumindest ist das der letzte Stand, den ich habe. So. Nein, ich wollte noch nicht anfangen. Ja, das war auch sehr witzig, wie ich hier in der Kopie reinkam. Da war hier denn ein Tintenfisch drin. War auch sehr geil. So. Loot. Und gleich wieder neuen Knochen. Einen neuen Knochen, nicht neuen Knochen. Dann die Saplings. Normales Holz. Ja, lassen wir erstmal so. Jo, dann gehen wir jetzt mal auf den Dachboden eine Runde pennen. Hallo Creeper, Schwachkopf. Nichts Neues gekommen, also die Dinger, ja, die brauchen auch irgendwie, glaube ich, ein bestimmtes Licht. Und was ich jetzt hier noch so gegen Creeper und Co. mache, das weiß ich immer noch nicht. So. Dann einmal die Nacht kurz übersprungen. Habe ich die, habe ich noch dabei. Das ist jetzt alles da unten ein bisschen durcheinander, aber das macht gerade gar nichts. Mal schnell raussprinten. Da hinten brennt doch schon wieder die Nachbarschaft. Da ist doch Creeper-Kalle. Toll! Da hat sich das Schaf todesmutig in den Weg geworfen. Noch mal kurzerhand dahin. Okay, ich stelle fest, keine Pfeile mehr. Nahkampf gegen einen Creeper. Es gibt nichts Dümmeres in Minecraft, was man machen kann, glaube ich. Doch, sich senkrecht nach oben graben. Besonders dann, wenn man schon weiß, dass oben irgendwas ist, was nicht gut ist. Renne! Dann nicht. Und stirb halt. Da haben wir schon die ersten Melonen. Die ersten zwei Melonen. Saubere Sache. Ja, wie gesagt, was ich hier noch mache wegen Einzäunen und so, da weiß ich auch noch immer nicht. Darum habe ich mich auch ehrlich gesagt die letzte Zeit kaum bis gar nicht gekümmert. Dann möchte ich hier eine Sache ändern. Nein, ja, so. Und zwar möchte ich den Schalter hier gegen einen Taster tauschen. Ganz einfach, weil auf zu erziele ich auch damit. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen. Na, also Suboptimalität kennt keine Grenzen. Nützt nichts. Es geht nicht anders. Ich kenne keinen anderen Weg. Ich habe gesucht und gesucht und ich habe keinen anderen Weg bisher gefunden. Oder keinen Weg gefunden, dass von oben tatsächlich alles weggeht, ohne dass die Farm zerstört wird. Hm, nur 62? Na gut. Warte mal, wir können dann eigentlich mal auf die Schnelle. Dafür brauchen wir den hier. Auf die Schnelle können wir das Ganze doch mal zu Papier. Beziehungsweise auch gleich Bücher verarbeiten.
Und dann haben wir gleich ein paar formschöne neue Bücher. So, und jetzt habe ich überlegt, wie kommt man an Dschungelseeds ran? Wenn man sich doch mal hier irgendwo einen alten Dschungel hinbauen will. Beziehungsweise auch an Dschungelholz. Dann mache ich mir hier ein bisschen was frei. Diese zwei Saplings, die wir hier halt haben. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das nur beim Pierre ist, dass man sich das irgendwie ein bisschen frei machen muss oder ob das generell so ist. Aber, zack, mit Bone Meal. Einmal das Holz einsammeln und warten. Na, einfach mal kurz warten auf die Saplings, die da kommen mögen. Hoffe ich. Also in der Kopie hat es funktioniert. Allerdings bin ich da auch vorher im Dschungel gewesen und habe mir ein paar mehr Seeds besorgt. Saplings. Whatever. Tja, und dann muss man halt einen Moment warten. Da muss man nun mal ein bisschen Geduld haben. Und wenn da jetzt gar nichts bei rumkommt, ich glaube, dann... Dann weiß ich auch nicht. In der Zwischenzeit machen wir mal die Schafe nackig. Also ich sehe davon auf jeden Fall ab, die Schafe grün zu färben. Denn so viel brauche ich gar nicht mehr von dem... Von dem Kaktusgrün für diese Bibliothek. Denn auch die ist in meiner Kopie bereits, naja, das fertig setzen wir mal in Anführungsstrichen. Das ganze Haus habe ich aber auch schon mal umgebaut, aber das war dann auch schon wieder zu viel des Ganzen. Das war schon wieder zu viel Abguckerei, beziehungsweise ich habe nachher irgendwie das Empfinden gehabt, ich habe 1:1 ein Haus eines anderen Let's Player meiner Wahl nachgebaut. Also wenn man das Gefühl schon selber hat, dann sollte man das aus meiner Sicht einfach echt nachlassen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Einzieht. Sapling. Einen. Also ich möchte hier wenigstens mit plus minus null rausgehen, Kollege. Und die kann ich weghauen. Einen Seed. Sapling. Komm hier mal auf Seed. Kann doch nicht wahr sein. Also als ich das heute Vormittag, Mittag, wie auch immer, ausprobiert habe in meiner Kopie, da habe ich aus den zwei Bäumen 5 Seeds rausbekommen, gesamt. Diese 5 Seeds habe ich dann nochmal angepflanzt und habe dann nachher einen Stand da gehabt von, weiß ich nicht, 25 Seeds oder so. Also so, dass man sich einen Dschungel hätte hier vor der Haustür anbauen können. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, das ist gemein. Also, Plan B. Allerdings nicht jetzt. Doch nochmal über den Nether in den Dschungel und da ein paar Bäume abfarmen. Dann nützt das alles nichts. Dann ist das halt so. So, okay, das hätten wir. Was hatte ich denn jetzt noch vor? Was essen? Ja, über die Kühe und Co. habe ich auch schon ein bisschen nachgedacht. Die werden da wohl auch wegkommen. Zwar irgendwo in des Kellers Tiefen. Und ich sage jetzt nicht wieder den Spruch vom letzten Mal, Baseforce FM. Weil der war doch ganz schön Panne und daneben. Okay, 17 mal Holz haben wir. Brauchen wir allerdings ein bisschen was. Ein Stack. Ein Stack ist, glaube ich, schon viel zu viel. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. So, Dschungelholz da rein und den einen Setzling da rein. Geil, ein Setzling. So, dann 6 Wolle könnte reichen. So, dann haben wir hier einen Kaktus. Dann habe ich hier, was habe ich für hier denn noch? Dünger. Jo. Das mal kurzerhand gefärbt. Dann habe ich noch ein bisschen Loot. Wie komme ich auf... Achso. Nein, halt da. Kaliumnitrat. Dann habe ich noch normales Holz hier. Tannenholz, Birkenholz, normales Holz. Werden wir auch noch... Ach komm, hör auf, wenn ich sogar noch mehr von brauchen. Da werde ich auch mal gleich 16 Stück von mitnehmen. Weil ich glaube, wir werden... Ja, können wir gleich machen. Rottenfleisch hier. Nicht den Schalter, hier Döner halt. Den Schalter, den kann auch bei Mechanismen mit rein.
Boah, einen Schalter werde ich so oder so noch brauchen. Sekunde, das einmal so. Die Kiste werden wir später auch noch brauchen, wenn wir da die alte Farm bauen. Da werden wir nämlich mehr Platz brauchen, als wir haben, als Minecraft bzw. das Team von Mojang uns zur Verfügung stellt. So, und dann werden wir hier mal ein klein wenig umbauen. Und zwar so, wie ich das in der Kopie mal getestet habe. Weil das fand ich eigentlich ganz gut, das sah ganz gut aus. Also ich weiß noch immer nicht so recht, ob mir das Dschungelholz, ob mir diese Textur gefällt und ob das bleibt. Das ist sowieso alles noch fraglich. Na, ich meine, ihr habt das ja gelesen, was ich euch geschrieben habe, denke ich mal. Was ich euch geschrieben habe, nicht was ich euch erzählt habe. Habt der ein oder andere ja mitbekommen. Scheiße, das reicht gar nicht. Das Problem ist halt, dass einige Leute so geldgeil geworden sind, dass sie einem diverse Auflagen versuchen aufzuerlegen. Was ich ein bisschen schade finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Nein, der kommt gleich wieder weg. Genau, und dann haben wir nämlich hier ungefähr die Mitte. Aber irgendwie habe ich das helle in Erinnerung hier. An der Stelle. So, das war sowieso ein bisschen blöd mit dem Eingang. Oh. Der ist falsch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, deswegen, genau. Genau deswegen. Wegen der Öffnung da. Der ist falsch. Ups. Dann habe ich hier... Hier habe ich noch eine Kleinigkeit vor im Laufe der nächsten Zeit. Da muss ich allerdings erstmal noch ein bisschen gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, man hat ja immer so für sein Let's Play, also wer selber Let's Play macht und meins schaut, der weiß da, wovon ich rede. Man hat immer so eine gewisse Vorstellung, wenn man auch besonders testweise in Kopien der Welten reingeht, dann hat man so eine gewisse Vorstellung, was man sich bauen will. Man ist dann auch manchmal ein bisschen frustriert, sag ich mal, wenn das dann nicht so funktioniert, wie man das sich vorgestellt hat. Der muss aber so. Der kommt auch weg. Der eine hier. So, und dann